Herzlich willkommen hier zur vierten Folge Midgard Kampf erklärt und heute die Episode wird etwas anders ablaufen, denn ich habe mich hingesetzt und habe gebastelt für euch, was wir mit diesen Plättchen machen. Das erfahrt ihr dann jetzt in diesem Video. Ja, wir gucken uns heute den Kampf an, wie das letzte Mal schon angeteasert, nämlich hier aus dem Midgard Kodex für die fünfte Edition von Midgard. Den Kontrollbereich und vor allem die ganzen Aktionen, die möglich sind im Kampf, das ist ein etwas größeres Thema. Denn Midgard ist ja, wie wir es wissen, sehr, sehr stark von einem Tabletop hergekommen oder war auch Teil eines Tabletop-Universums. Und dementsprechend sind auch die Tabletop-Regeln für Midgard ganz schön und schlüssig und greifen auch richtig schön ins Rollenspiel über. Also die verzahnen sich so gut. Und ich werde jetzt mit euch gleich rüber an die Platte gehen und da werde ich euch dann genau den Kontrollbereich erklären, wo eure Sichtfelder sind, wo nicht, wo ihr angreifen könnt, wo große Gegner, kleine Gegner mit Handwaffen, Langwaffen, Kurzwaffen, Streitäxten, 4 Meter Gegner und so weiter überall hinschlagen können. Und diese Regeln sind natürlich von euch optional einzusetzen. Und ich sage euch ganz ehrlich, es lohnt sich aber, die auch im Kampf zu benutzen und damit Spaß zu haben. Bevor wir dann rübergehen ans Brett, bitte ich euch doch für weitere Midgard-Videos auf diesem Kanal, lasst mir jetzt mal ein Like oder ein Abo da. So, wir klären jetzt aber erst nochmal, bevor wir rübergehen, was ist der Kontrollbereich und der Kodex sagt auf Seite 76 dazu, wozu braucht man einen Kontrollbereich? Ja, wofür ist der denn da? Midgard nutzt zur Vereinfachung und Beschleunigung der normalen Kampfabläufe die Regel erst bewegen, dann handeln. Das haben wir in den ersten Folgen ja auch schon strukturiert uns angeguckt. Diese Übereinkunft kann aber missbraucht werden, wenn die Abenteurer einfach an Gegnern vorbeilaufen, ohne dass sie diese darin hindern können. Der Kontrollbereich verhindert das. Sprich, wenn ein Oger, der breit ist, einen Gang verschließt mit seinem Kontrollbereich, also der Oger steht nur in der Mitte, man könnte rechts und links vorbei schlüpfen, dann könnten Abenteurer einfach an ihm vorbeilaufen, den Zauberer dahinter einfach anschlagen. Das verhindert der Kontrollbereich und auch um Ungerechtigkeiten vorzubeugen oder wenn es ausgetrickst wird. So, was der Kontrollbereich ist und die Position, die schauen wir uns jetzt drüben am Brett an. So, bevor wir jetzt loslegen, erkläre ich euch nochmal ganz kurz, warum ich mich hingesetzt habe und habe gebastelt. Diese wunderschönen Plättchen hier und so weiter. Es liegt einfach daran, ne? Ich liebe ja alles so ein bisschen handgemacht, auch weil ich liebe es, Pen and Paper mit Papier und Stift zu spielen. Und da dachte ich, naja, warum soll ich jetzt diese Bilder und Anschauungsmaterial alles aus der aus dem Buch nehmen? Ich mache das einfach so, wie ich es gerne mache, nämlich auf einem Kampfplan, so wie wir auch am liebsten spielen, ne? Nämlich direkt am Tisch und nicht über dieses Online. Ne? Und deswegen machen wir das jetzt so. So, wir gehen näher ran. Das ist jetzt unser Krieger. Alles, was rot ist, ist sein Kampfbereich. Das ist der Bereich, den er abdecken kann. Ihr seht es schon, ne? Immer ein Feld 90 Grad um ihn rum, ja, das ist sein Kontrollbereich. Und alle Gegner, die dort drin stehen, kann er quasi vom Fliehen hindern. Ne? Und ja, kann auch Gegner am Vorbeirennen hindern. Da hat er dann einen freien Angriff und so weiter. Und die Gegner müssen den erstmal überwinden. So, dann haben wir dahinter die braunen, die Pappfelder, die ich extra braun gefärbt habe für euch. Das sind die Bereiche, die ein Krieger, ein Kämpfer, so wie wir ihn hier kennen, ganz normal, ein Ork, ein Krieger, nicht abdecken kann, nicht sehen kann vor allem auch. Also wenn Angriffe von hinten sind diese. Das ist relativ wichtig, wenn es halt darum geht, ja, Angriffe von hinten, Angriffe von den Seiten. Und dementsprechend ist es auch bei Midgard, wenn man es so möchte, auch wichtig, ob eine Figur, die zum Beispiel wie hier jetzt nach
gerade nach unten guckt oder schräg. Wie das schräg aussieht, das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Jo Leute, so, also in schräg sieht das dann so aus, ja. Dementsprechend kann er dann quasi diagonal diese Bereiche abdecken, so wie wir es hier sehen. Und die Pappschilder sind, wie gesagt, wieder die Sachen, die man gar nicht sehen kann. Wenn ihr euch das nochmal genauer angucken wollt, nicht mit Pappe nachgelegt, dann ist das im Codex Seite 75, Abbildung 1 und Abbildung 2. So, jetzt schauen wir uns mal die Positionen an, die Abdeckung, Fernkampf im Schussfeld. So, und da haben wir ihn schon, unseren kleinen Bogenschützen, wieder wie rot, ne? Rot ist der Bereich, in dem er wirken kann, in dem er schießen kann. Also ihr seht auch, direkt rechts und direkt links von ihm hat er dazu keine Möglichkeit. Und der Bereich geht auch noch natürlich so weit, wie die Schusswaffe geht, hier fächerförmig weiter, ne? Indem er schießen kann. Aber keine Angst, wenn man sich das jetzt so anguckt, dann wirkt das alles sehr theoretisch und so weiter. Aber das sind so einfache geometrische Formen und Dinge einfach. Das kann man sich ganz, ganz leicht merken. Und wir lassen zum Beispiel auch solche Details aus, hier mit diesem Feld, das daneben noch frei ist und sonstige Geschichten. Das kommt auch im Spiel eher selten vor. Wie hinten wieder der Bereich, in dem der Spieler das nicht einsehen kann, natürlich auch. Fortlaufend geht es nach hinten weiter. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz an, wie der Fernkampfbereich aussieht, wenn die Figur schräg steht. Das gucken wir uns jetzt an. So, und das ist dann der Bereich, wenn die Figur schräg schießt oder auch zaubert. Ne? Theoretisch könnte man sagen, also alles, was hier so parallel rechts und links wegläuft, ist dann auch nicht vom Zauber erstmal zu sehen, außer wenn die Figur sich in diese Richtung dreht. Also dementsprechend ist es bei Midgard auch wichtig, dass ihr zum Beispiel bei der Bewegung immer noch am Schluss eine Drehung machen könnt, wie ihr steht. Ich weiß, viele machen das nicht so. Also auch Leute, die lange Zeit Midgard spielen, die lassen das auch gerne mal weg und so weiter. Aber wenn man es mit den Bewegungsregeln spielt und so weiter, dann ist das auch wichtig, ne? Also man kann es auch diesen Kampf sehr, sehr taktisch und spannend dadurch gestalten. So, das waren jetzt so die Kontrollbereiche von Nah- und Fernkämpfern im Normalfall mit Einhandwaffen. Und jetzt schauen wir uns den Kontrollbereich eines ja, etwas längeren Wesens an. Im Midgard. Also das ist jetzt übrigens Seite 75, Abbildung 3 gewesen, der Fernkampf. Jetzt schauen wir uns an, wie das aussieht, wenn wir ein, ja zwar 1 Meter breites, aber dafür längeres Tier haben, wie zum Beispiel ein Krokodil. Ich habe jetzt in dem Fall ein Pferd, aber das tut's auch. Also der erste etwas größere Gegner mit besonderen Regeln. Das schauen wir uns jetzt an. Und da ist er auch schon, unser Skelettreiter, unser Skelettkönig. Wir sehen jetzt hier den Bereich, wo der junge Mann wirken kann. Also es geht jetzt eigentlich nicht um den Reiter, sondern eher um das Pferd. Das ist jetzt 2 Meter lang, in der Abbildung, beziehungsweise 3 Felder lang. Hinten der Bereich mit den Xen, der ist auch ganz spannend, der ist auch wichtig, der wird auch noch abgedeckt. Aber das Tier an sich ist 2 Felder groß, jetzt das Pferd. So, vorne, ihr seht's, ne, wie beim ganz normalen Kämpfer, der Kontrollbereich, das wäre der Bereich, wo dieses Geisterpferd jetzt schnappen könnte. Und das wäre sein Kontrollbereich. Dann kommt ein Feld, in dem es frei, da könnt ihr euch rein und raus bewegen, wie ihr wollt. Da könnt ihr auch so in dieser Position erstmal nicht angegriffen werden. Das ist gerade bei großen Gegnern schon immer interessant. Und dann habt ihr hinten den Bereich, der wieder nicht gesehen werden kann, aber zum Beispiel ein Krokodil oder auch ein Pferd hat die Möglichkeit, hier hinten auszuschlagen. Ja, man könnte mit seinen Hufen hinten auszuschlagen oder das Krokodil könnte mit seinem Schwanz hauen. Natürlich ist das schwieriger,
ja, jemanden damit zu treffen, weil man ihn nicht sieht, aber nur hinter sich vermutet. Aber das wäre dann der Bereich, den ich mit X markiert habe. Das wäre trotzdem eine Gefahrenzone, zählt aber nicht als Kontrollbereich. Ja, so, dann haben wir das schon mal fertig. Lasst mich ganz kurz auf meinen Zettel schauen. Ganz wichtig ist noch zu sagen, im Fernkampf, dass es natürlich auch Hindernisse gibt, die Sichtlinien unterbrechen und so weiter. Das ist aber auch klar. Und Figuren oder Gegner, die zum Beispiel bewusstlos sind, am Boden liegen oder keine Waffe haben, die haben keinen Kontrollbereich. Ja, die Waffenlosen. Also da kann man dann auch einfach so vorbeigehen. Ja, so, ich würde sagen, wir machen noch, gehen jetzt noch mal kurz an die Wand, ne? Dann mache ich euch, erkläre ich euch noch mal so ein paar Sachen so im Zusammenhang und dann gucken wir mal weiter. So Leute, da sind wir wieder. Jetzt kommen wir, nachdem wir so ein bisschen die Grundlagen kennengelernt haben von Nahkampf, Fernkampf, Sichtrichtungen oder auch solche kleinen Wesen wie hier so ein Pferd oder sowas, die auch sehr, sehr häufig kommen, gibt es natürlich in einem Fantasy-Universum auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel kleinere oder größere Wesen. Wenn ihr zum Beispiel, also in Midgard ist es ja so, ein Feld ist immer einmal 1 Meter. Einfach um das zu vereinfachen. Ihr könnt es natürlich auch Kantenlänge 2 Meter machen, je nachdem, ob ihr ein großes Schlachtfeld darstellen wollt oder was auch immer. Und also einmal 1 Meter. Und es können natürlich auch auf einem Feld 2 Gegner stehen, wie zum Beispiel 2 große Ratten. Ja, das ist möglich. Dementsprechend verändert sich dann auch der Kontrollbereich. Also die haben dann eigentlich rundrum Kontrollbereich. Und da wird dann auch nicht gesagt, ja, der guckt jetzt dahin, der guckt jetzt dahin. Also so nicht. Das funktioniert dann auch relativ so intuitiv einfach. Ja, also die können in alle Richtungen sehr, sehr flink und wendig angreifen. Aber das Krokodil haben wir schon gesehen, vor allem auch mit dem Kontrollbereich hinter sich. Das wird später nochmal, nee, nicht mit dem Kontrollbereich, aber mit dem Bereich, wo dieses Krokodil oder das Pferd hinten austreten oder im Schwanz schlagen kann. Das wird später nochmal wichtig mit diesen Bereichen. Und aber jetzt ist die Frage, was machen wir, wenn ein Riese auftaucht? Das gucken wir uns jetzt drüben am Brett an. So Leute, dann ist unser Riese im Einsatz. Der ist jetzt 2 mal 2 Felder groß. Ne? Er steht ein wenig über, aber ich denke mal, man kann es gut erkennen. Dieser Riese hat natürlich einen wesentlich größeren Kontrollbereich, sieht man ja hier. Der hat ja vorne in der Front anstatt 2 Felder oder 1, beziehungsweise, naja, es sind ja insgesamt 3, so hat er noch ein viertes, also der deckt einen riesigen Bereich ab. Und warum ist das jetzt so wichtig? Ja, das liegt daran, dass natürlich Angriffe von ihm ausgehen können in diesem Bereich, aber er natürlich auch in diesem Bereich abwehren kann, also jedenfalls im großen Stil, ne? Ein Angriff von hinten kann er natürlich auch abwehren, aber da gibt es normalerweise auch noch einen Bonus drauf, einen Angriffsbonus. Und es gibt bei Midgard natürlich auch Regeln, wie man angreifen kann. Also mit welchen Waffen man wie angreifen kann. Und das ist immer ganz spannend, weil es halt auch logisch ist. Also es gibt natürlich einige Regeln zum Kampf, aber die sind sehr logisch. So, das ist jetzt der Kampf, wenn der Riese ganz normal steht. Jetzt schauen wir ihn noch mal uns an, wenn er schräg steht. Bevor wir das aber machen, kann ich euch noch sagen, ich brauche was zum Zeigen, nehme ich mal hier diesen Stift, dass wenn dieser Riese jetzt wie heißt's, ach sag's schon, ein Fernkämpfer wäre, dann könnte er hier diese 4 Reihen, ja, angreifen, also und dann würde das so in diesem Radius weitergehen, ja, weil er einfach so hoch ist.
Es ist runtergefallen. Ja, also hier stand halt schon ein bisschen wackelig. Jetzt halt hier, ne, entsprechend immer weiter. Ne? Also hier wird es dann immer weitergehen, immer breiter werden. Könnte er angreifen, fortlaufend. Ja, das, um das auch nochmal nachzulesen im Detail, findet ihr dann auf der Seite 76 im Kodex. Jo. So, das war so ein bisschen die erste Folge, Kontrollbereich, Sichtlinien und so weiter und so fort. Das wird natürlich noch ergänzt durch ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Deswegen lasst mir gerne ein Abo da, denn es werden noch weitere Videos dazu kommen. Denn es kommt zum Beispiel darauf an, ob ihr einen Spieß habt, ob ihr eine zweihändige Waffe habt und so weiter und so fort. Wir werden uns nächste Folge mal die Zuschläge und Abzüge im Nahkampf angucken. Also was kostet was an Boni und an Mali. Und dann gucken wir uns den Platzbedarf im Nahkampf an. Das wird dann wieder spannend. Wie dürfen denn die Gegner stehen? Also es dürfen nicht hier auf jedem Feld einer stehen. Ja, weil das unrealistisch wäre. Ihr braucht ja auch ein bisschen Platz, um zu schwingen, eure Waffe zu schwingen, um euer Schild hochzuziehen und so weiter. Dementsprechend darf auch nicht auf jedem Feld immer einer stehen. Das sind auch ganz viele kleine anschauliche Regeln im Kodex, die aber auch super leicht so umzusetzen sind. Aber die gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, und ciao.